Was der Klimawandel mit unseren Kindern macht, habe ich heute bei gmx.de in meinem E-Mail-Postfach gehabt. Ja, was macht er denn mit unseren Kindern, lieber Herr Heimdall? Es gibt wohl kaum eine gewaltigere Bedrohung für Kinder als den Klimawandel. Aha. Bereits heute gefährdet er das Zuhause, die Sicherheit und Gesundheit von Kindern auf der ganzen Welt. Doch gemeinsam mit UNICEF können wir etwas dagegen tun. Kinder und ihre Familien sind in jeder Krise den größten Gefahren ausgesetzt. Der Klimawandel macht da leider keine Ausnahme. Gewaltige Dürreperioden, Wirbelstürme und Überschwemmungen rauben Familien die Ernährungsgrundlage und Heimat. Die Heimat also, aha. Kinder leiden an Hunger und Unterernährung. Der Klimawandel verschärft die Wasserknappheit und verantwortet eine dramatisch zunehmende Luftverschmutzung. Immer extremere klimatische Veränderungen verursachen immer mehr humanitäre Krisen und zwingen immer mehr Menschen dazu, ihr vertrautes Zuhause fluchtartig zu verlassen. Jetzt darf ich also spenden. 100% meiner Spenden kommen also an bei UNICEF. Zum Beispiel die 13-jährige Juleka bekommt dann meine Spenden. Die mit ihrer Schwester und Mutter im Bola-Bosti-Slum von Dhaka in Bangladesch lebt. Aha. Das einzige Problem, was ich an dieser Anzeige habe, ist, dass es hier nicht um unsere Kinder geht. Ja, ich bin Deutscher und diese Menschen auf diesem Bild sind nicht meine Kinder, das sind nicht unsere Kinder. Das sind indische, pakistanische oder bangladeschi Kinder. Und es tut mir sehr leid, was mit diesen Kindern geschieht und mit diesen Menschen dort, wenn es dort Katastrophen gibt. Aber wer fragt denn nach unseren Kindern, unseren deutschen Kindern, was zum Beispiel der Kapitalismus mit unseren deutschen Kindern macht? Unsere deutschen Kinder wachsen zu einem Großteil in zerrütteten Familien auf. Sie sind oft Scheidungskinder, leben bei alleinerziehenden Eltern. Selbst wenn die Eltern noch zusammen sind, haben diese oft kaum Zeit für ihre Kinder, da es üblich ist, dass beide Elternteile ganztags arbeiten gehen. Frauen, die Hausfrau sein möchten und statt eines Bürojobs sich lieber Vollzeit um ihre Kinder kümmern wollen, werden von der Gesellschaft mit Geringschätzung gestraft. Das Wort Hausfrau impliziert heutzutage ein Leben in Langeweile, Unterdrückung und Dummheit. Immer früher kommen Kinder in staatliche Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Vorschulen und Schulen oder werden bei Tagesmüttern abgegeben. Sie leben in einem Chaos von Emotionen und unterschiedlichsten Ideologien. Denn in unserer ach so tollen freien Gesellschaft kann sich von der Ernährung, dem Beziehungsstatus der Eltern bis hin zum Geschlecht alles, aber auch alles von einem Tag auf den anderen ändern. In dieser Orientierungs- und Bindungslosigkeit werden Kinder aggressiv und unausgeglichen, wogegen sie Therapien und Psychopharmaka verschrieben bekommen. Nach einer Hochrechnung der KKH von 2018 bekommen 1,1 Millionen von 9 Millionen Kindern in Deutschland eine Therapie. Da die Ernährung von Kindern in Zeiten des Diätwahns, Vegetarismus und Veganismus fast schon nach dem Zufallsprinzip abläuft und oft von minderwertigster Qualität ist, sind tatsächlich ein Großteil der deutschen Kinder unterernährt. Ich zähle Fettleibigkeit bei Kindern ebenfalls als Mangelernährung, da sie von einer übermäßig zucker- und kohlenhydratlastigen Ernährung herrührt. Diabetes schon im Kindesalter sowie geistige Beeinträchtigungen wie Konzentrationsstörungen, Lese-Rechtschreibschwäche und soziale Berührungsängste bis hin zum Autismus sind nicht zuletzt das Resultat mangelhafter Erziehung und Ernährung der Kinder. Von frühester Kindheit an werden unsere deutschen Kinder in Kindergarten und Schule traumatisiert und mit Problemen konfrontiert, die ihres Alters und ihren kindlichen Bedürfnissen gegenüber unangemessen sind. Es gibt bereits Vorstöße dahin, sie im Kindergarten schon mit Problemen von Sexualität und Geschlechterrollen zu konfrontieren. Das Thema Rassismus und Migration ist auf allen Ebenen der Bildung allgegenwärtig und erdrückt das kindliche Gemüt mit seinem moralischen Zeigefinger und der paranoiden Wahnvorstellung, dass sich ein Kind zum Massenmörder entwickeln muss, wenn man ihm nicht früh genug einredet, dass alle Menschen auf dem Planeten gleich sind. In der Schule aber geht es mit der geistigen Vergewaltigung des deutschen Kindes so richtig los. Immer früher bekommen die Kinder das Thema Holocaust vorgesetzt, wobei das leichtherzige Wesen des Kleinkindes mit Bildern von Leichenbergen und Massenmord verdunkelt wird. Dazu lernt es nun, dass es mit einer unaustilgbaren Schuld geboren wurde, eine Schuld, die es von seinen verbrecherischen Großeltern geerbt habe und zeitlebens sowohl materiell als auch moralisch abzubezahlen habe. Seit dem Mittelalter,
Als dem Kleinkind eingeredet wurde, es wäre bereits durch seine Geburt ein Sünder und müsse bei Jesus Christus um Vergebung bitten, scheint sich diese Methode zur Aufzucht seelisch gebrochener Sklavenmenschen bewährt zu haben. In keinem anderen Land der Welt werden Kinder durch die albtraumhafte Darstellung der eigenen Geschichte derart dazu erzogen, ihre eigene Kultur und Abstammung zu hassen und sich zu wünschen, sie wären lieber als Franzose, Chinese oder Brasilianer zur Welt gekommen. Nicht zuletzt durch diesen brutalen Akt der geistigen Entwurzelung tendieren deutsche Kinder überdurchschnittlich häufig zu Depressionen, Bindungsängsten, ADHS und anderen Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens. Nicht zuletzt daher rührt die paranoide Sucht des Deutschen, sich für jede Kultur auf der Welt zu interessieren, bloß nicht für die eigene, sich für jedes Problem auf dem Planeten verantwortlich zu fühlen, bloß nicht für die eigenen, und für jedes weinende Kind der Welt Mitleid zu empfinden, während er das eigene bei der brasilianischen Tagesmutter abgibt, wenn er denn überhaupt eines in die Welt gesetzt hat. Und da wären wir schon bei dem größten Problem, das deutsche Kinder haben, das des Geborenwerdens. Denn anders als in anderen Ländern, wo die Zukunft eines Kindes von Herausforderungen wie Tsunamis oder Dürrekatastrophen gefährdet wird, haben deutsche Kinder das nicht minder schwerwiegende Problem, dass ihre eigene Zukunft durch Nicht-Geboren-Werden bereits von vornherein gewissermaßen gar nicht erst vorhanden ist. Eine Zukunft ohne Smartphone mag für ein pakistanisches Kind ein hartes Los sein. Ein deutsches Kind, das ohne die eigene Existenz auskommen muss, hat es da aber meiner Ansicht nach um einiges schwerer. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2018 in Deutschland 787.523 Kinder geboren. Im gleichen Jahr gab es 100.986 Abtreibungen. Das bedeutet, dass das Leben von über 11,3% aller Kinder diesen Jahres bereits im Mutterleib beendet wurde. Aber diese Zahlen geben nicht mal das ganze Ausmaß des Problems wieder. Zum einen verschweigen sie die gigantische Anzahl an Geburten, die durch Antibabypille und familienfeindliche, hedonistische und feministische Medienpropaganda verhindert werden. Zum anderen kommt in diesen Zahlen nur schwer zum Ausdruck, wie groß der Geburtenmangel bei ethnisch Deutschen wirklich ist. In der Geburtenstatistik wird zwar ein Unterschied zwischen deutschen und nichtdeutschen Staatsbürgern gemacht, aber nicht zwischen ethnisch Deutschen und Deutschen mit Migrationshintergrund, wie Angehörige anderer Völker auf deutschem Staatsgebiet heutzutage abfällig betitelt werden. Auch gibt es in der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche keine Aussagen darüber, welcher Ethnie und Kultur die abtreibenden Frauen angehören. Schaut man sich die Entwicklung der deutschen Geburtenziffer an, dann liegt diese heute bei etwa 1,5 Kindern pro Frau. Diese Zahl liegt weit unter dem Niveau, das zur Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahl der Deutschen nötig wäre. Allein dieser Umstand führt, wenn er anhält, unweigerlich zum Aussterben des deutschen Volkes. In Bezug auf die Zukunft unserer Kinder ergibt sich daraus ein schwerwiegendes Problem. Die Kinder, welche noch das Glück haben, geboren zu werden, werden in Zukunft ohne ein eigenes Land aufwachsen müssen. Sie werden in einem Land aufwachsen, in dem ihre Geschichte, Sprache, Kultur, Tradition sowie ihre religiösen und ethischen Vorstellungen zweitrangig sind und in dem sie permanent um ihr Geltungsrecht kämpfen müssen. Andere Völker leiden schon lange unter solchen Umständen und kennen dieses Problem. Kurden in der Türkei, in Syrien und im Irak, Angehörige indigener Stämme in Brasilien oder Palästinenser in Israel, um nur wenige zu nennen, sind Volksstämme, die auf dem Staatsgebiet, auf dem sie leben, kaum eine eigene politische Vertretung haben und der Willkür eines anderen Staates und Volkes ausgeliefert sind. Dass dieses Prinzip der Fremdherrschaft gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt, scheint niemanden zu interessieren. Dort heißt es: Die Vereinten Nationen setzten sich folgende Ziele: freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen. Der von der UNO im Jahr 2018 ausgearbeitete globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration verstößt sogar noch brachialer gegen die eigens aufgestellten und an die Mitgliedstaaten kommunizierten Grundprinzipien der UN, indem er jedem Menschen auf der Welt das de facto Wohnrecht in jedem Land der Welt gewährt, schafft der sogenannte Compact for Migration das Selbstbestimmungsrecht der Völker, ja im Grunde Völker an sich, gleich ganz ab. Von nun an ist jeder anscheinend nur noch Mensch in der globalen Einheitskultur. In Großstädten wie Berlin, Düsseldorf oder München müssen deutsche Kinder heutzutage bereits in Schulen gehen, in denen sie eine verschwindend geringe Minderheit sind. Ihre eigene Sprache wird von den meisten der Mitschüler oft nur notdürftig gesprochen, während Kultur und Sitten der Mitschüler ihnen völlig fremd sind. Allein dies schafft eine Kultur des Einzelgängertums,
trotz der krampfhaften propagandistischen Anstrengungen des Staates eine Kultur der Gemeinsamkeit und Solidarität heraufzubeschwören. Damit sich die Gräben zwischen den Ethnien der Multikultur, in welche jedes deutsche und nichtdeutsche Kind in diesem Staat gepresst wird, nicht noch weiter vertiefen, wird wahre Kultur und Geschichte im Unterricht allenfalls am Rande gestreift. Wessen Geschichte sollte man auch behandeln, wenn es in ein und demselben Klassenzimmer Kurden, Türken, Armenier, Syrer, Somalis, Pakistanis, Russen und Deutsche gibt? Wessen traditionelle Volkslieder sollen im Musikunterricht gesungen werden, wenn alle unterschiedliche Muttersprachen haben? Da bleibt zwangsweise nur der Rückgriff auf die dröge, internationale, englischsprachige Popkultur übrig, auf Lieder von den Beatles, Madonna, Bob Dylan und anderen einsamen, bindungslosen und drogenabhängigen Verschleißobjekten der imperialen Musikindustrie. Kein Wunder, dass aus diesem Musikunterricht einsame, bindungslose Konsumenten hervorgehen. Ein Leid für den Einzelnen, eine große Freude aber für die Industrie und den Handel, welche für jedes tatsächliche oder eingebildete Leid ein passendes Konsumprodukt von der Therapie, der Reise, dem neuen Smartphone, dem neuen Musikstil oder der neuen Antidepressionspille parat haben. Wenn ein Deutscher einfache und traditionelle Volkslieder spielend leicht mit seiner eigenen Stimme singen könnte, Lieder, in welche alte Omas, Erwachsene und Kinder gleichermaßen mit einstimmen könnten, da sie allgemeines Kulturgut sind, wozu bräuchte man da noch Smartphones, iTunes, YouTube, geschweige denn Alkohol, um seinen Geist so weit zu betäuben, dass er das stumpfsinnige und aggressive Geplärre aus den Boxen noch als Musik wahrnimmt. In dieser Unkultur, in dieser Einsamkeit muss ein deutsches Kind in Zukunft aufwachsen, und es kommt noch besser. Es darf sich nun auch noch anhören, dass es ein hasserfüllter Nazi ist, wenn es sich danach sehnt, einfach nur in Ruhe gelassen zu werden und unter seinesgleichen leben zu dürfen, ohne von permanenter antirassistischer Propaganda gegängelt zu werden und sich krampfhaft mit den Angehörigen aller nur erdenklichen Völkerschaften auseinandersetzen zu müssen, um dann in der Oberflächlichkeit des kleinsten gemeinsamen Nenners aus 100 verschiedenen Zählern vor sich hin zu vegetieren. Das ist die Zukunft unserer Kinder, wenn wir so weitermachen wie bisher. Meine Generation wuchs noch in Deutschland auf, in deutschen Schulklassen und auf deutschen Straßen und Spielplätzen. Wir wuchsen in den Ruinen der deutschen Geschichte auf, einer wundervollen Geschichte, mit grandiosen Höhen und abgründigen Tiefen, einer Geschichte, welche der größte Schriftsteller sich nicht hätte ausdenken können, sondern welche das Leben des deutschen Volkes geschrieben hatte. Lassen wir es zu, dass uns und allen anderen Völkern, die hierher kommen, Geschichte und Kultur genommen werden und wir in einen neosowjetischen Mischkessel geworfen werden? Lassen wir es zu, dass alle Völker Europas zu englischsprachigen, wurzellosen Konsumzombies umerzogen werden, ja sogar durch permanente Propaganda zur Rassenvermischung regelrecht biologisch umgezüchtet werden? Lassen wir es zu, dass uns weiterhin diese perfiden Propagandameldungen aller »Die Zukunft unserer Kinder« die Laune verderben? Ich habe Vertrauen in die Völker dieser Erde. Jedes Volk in jedem Kulturkreis weiß sich selbst am besten zu helfen, denn sein Überleben in jenem Naturraum, seine bloße Existenz dort ist der Beweis für seine Intelligenz, Kreativität und seinen Lebenswillen. Die Propaganda des antirassistischen Multikulti, des hungernden Afrikanerkindes und des Klimawandels, der uns alle vernichten wird, wenn wir uns nicht der Weltregierung vor die Füße werfen, dient nichts anderem als dem, nämlich eine einheitliche, leicht zu regierende Massenkultur auf der gesamten Welt zu etablieren und dabei alle Unterschiede und natürlich gewachsenen Eigenheiten der Völker auszurotten. Wer das für eine Verschwörungstheorie hält, der sei an das Buch des ersten UNESCO-Generalsekretärs Julian Huxley verwiesen, ja, des Bruders von Aldous Huxley, welcher uns mit seiner schönen neuen Welt bereits einen Einblick darin gegeben hat, wie er sich die Zukunft unserer Kinder vorstellt. In dem Buch »Zweck und Philosophie der UNESCO« von 1946 beschreibt Julian Huxley die Ambitionen der am 16. November 1945 gegründeten »Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur«. Die Aufgabe der UNESCO ist, die Entstehung einer einzigen Weltkultur voranzutreiben, mit ihrer eigenen Philosophie und Ideologie und ihrer eigenen umfassenden Zielsetzung. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, denn zum ersten Mal in der Weltgeschichte verfügen wir über das Gerüst und die Mechanismen zur Vereinigung der Welt. Auch ist es das erste Mal, dass der Mensch in Form von wissenschaftlichen Entdeckungen und ihrer Anwendungen
über die Mittel verfügt, das weltweite Fundament einer materiellen Grundversorgung für die gesamte menschliche Spezies zu legen. Also wenn Sie das nächste Mal an einem dieser schönen braunen Schilder an der Autobahn vorbeifahren, auf denen steht UNESCO-Weltkulturerbe, dann denken Sie daran, dieses Schloss oder jenes Kunstwerk ist das Kulturerbe der gesamten Welt, nicht das der Deutschen, der Sachsen oder der Naumburger. Und denken Sie daran, ohne dass UNESCO Ihnen das mitteilt, hätten Sie keine Ahnung, auf was für Schätzen Sie da sitzen. Und denken Sie auch daran, dass UNESCO nur Ihr Bestes im Sinne hat, dass ohne UNESCO die Welt in Krieg, Barbarei, Kulturlosigkeit und allgemeiner gähnender Langeweile versinken würde.